Pfeiffer fragt, der Polit-Talk im Norden. Heute Ego-Trip oder Gruppenreise. Zerreißt der neue Ost-West-Konflikt Europa? Dieser neue Ost-West-Konflikt hat in der Tat ein Gefährdungspotenzial besonderer Art. Und er kann die EU zerreißen, wenn wir nicht aufpassen. Also die Möglichkeit eines Zerfalls der Europäischen Union, glaube ich, sehen wir alle. Und die muss man auch zur Kenntnis nehmen und auch wieder mehr Bürgerkontakte ermöglichen. Dann wird es nicht zerfallen. Ich gehöre aber zu denen, die an die Vernunft des Menschen noch glauben. Und daher bin ich der Meinung, dass längerfristig die Teilnehmer erkennen, welchen pragmatischen Nutzen sie aus der Sache ziehen, und sie werden sich doch wohl hoffentlich nicht selber in die Finger schneiden. Wir befinden uns in einer Art Zerreißprobe derzeit, sind in der Vergangenheit durchaus Fehler gemacht worden beim Zusammenwachsen der Europäischen Union, beim Beitritt der Länder. Aber genau aus diesen Fehlern heraus, die man ja auch gut analysieren kann, ist auch die große Herausforderung, dass wir jetzt diese Probe, auf der wir stehen, meistern müssen. Klares Nein, aber ob es letztendlich möglicherweise dazu kommt oder nicht, das liegt an uns allen selbst. Ich glaube, es ist gerade die jüngere Generation, die versuchen muss, diese Brücken zu bauen, die versuchen muss, vertrauensvolle Dialoge aufzubauen, auch mit anderen Ländern. Dann glaube ich, dass es gelingen kann, dieses Europa zusammenzuhalten. Wir müssen uns dessen bewusst sein, was die Errungenschaften der Europäischen Union sind. Das sind eben auch Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Schutz von Bürgerrechten. Und wenn es hier zu einer Zerreißprobe kommt, kommt es nicht nur zur Zerreißprobe Europas, sondern grundsätzlich der europäischen Gesellschaft. Franziska Brandner, bevor Sie lange schreiben müssen, sagen Sie es mir. Ich glaube, dass wir in der EU wieder größere Pakete schnüren müssen. Also ich sage mal die Kohlsche Methode, ja, dass man mehrere Themen zusammen macht und nicht nur im Silo denkt. Das ist das, was Trump Deals nennt. Deals, nein, ja, Kompromisse, man kann es auch so nennen. Ja. Es gibt für einen Politiker eine Höchststrafe. Das ist, wenn das die Bevölkerung meint, die Politik hat nichts mehr unter Kontrolle. Was ist da falsch gelaufen, Lorenz Kaffier? Wir haben sie nach dem Beitritt einfach mehr oder weniger alleine gelassen. Den gesamten Prozess, der dazugehört, mit auf so eine Reise zu nehmen, der ist einfach unterschätzt worden. Ja, das wird manchmal Auf und Abs geben. Es wird manchmal Täler geben, wo es auch nicht so gut läuft und wir auch unzufrieden sind. Ja, das wird auch wieder passieren. Aber umso wichtiger ist es, diese östliche Partnerschaft auch zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Früher hat man immer ein bisschen gelacht, ja, dass die Regierungschefs Tage und Nächte miteinander in Brüssel zugebracht haben. Aber eines haben sie gekonnt. Sie haben sich zusammengestritten. Unsere Aufgabe ist es, wieder eine Vision für Europa, für etwas, wo wir brennen, auch etwas zu sagen, da gibt es einen echten Mehrwert. Lieber Herr Bitterlich, das war ein Auftrag an Sie, das beim nächsten Treffen mit Viktor Orban deutlich vernehmlich zu Protokoll zu geben, richtig? Mit Vergnügen. Ich habe kein Problem. Ich weiß, gewisse Dinge stören mich auch. Aber muss das mit einer illiberalen Form der Demokratie im wahrsten Sinne des Wortes zusammenhängen? Das ist die große Frage für Europa, wie wir darauf reagieren. Ja. Weil ich finde, Europa kann sehr viel Vielfalt aushalten. Dieses muss selbstverständlich zu einem Gespräch mit ihm gehören. Wenn der Herr Orban in seiner Regierungseröffnungsansprache sagen kann, ja, dass die liberale Demokratie ist zu Ende gekommen, also bitte, so weit kann man nicht gehen. Wir müssen uns als Europa positionieren gegenüber China, Russland und USA. Und das ist eigentlich die echte Aufgabe, die wir jetzt auch als Politik haben. Mir hat das Format heute Abend sehr gut gefallen. Und ich fand die Diskussion auch sehr offen und gut. Wenn man vorne auf dem Podium sitzt und plötzlich hört man schon die Schlussmusik, dann weiß man, das war sehr kurzlebig und dann war das auch gut moderiert. Begeisterung pur, muss man dabei sein. Einer der besten Moderatoren, die wir deutschlandweit haben. Da wehne ich mich ganz weit aus dem Fenster heraus. Mit Leidenschaft und Liebe zum Detail. Das Highlight des heutigen Abends war für mich, dass es gelungen ist, eine differenzierte Diskussion zu führen, die ungeheuer diszipliniert war. Ich glaube, man hat sehr viel Informationen bekommen, um sich in zukünftigen Diskussionen auch eine bessere Meinung bilden zu können. Eigentlich war anders, dass jeder aussprechen konnte, was er sagen wollte, dass nicht dazwischen geredet wurde. Das fand ich total gut. Ich finde es eine außergewöhnliche Sache, dass hier in Mecklenburg-Vorpommern die verschiedenen Stiftungen zusammenfinden
und verschiedene Träger vor Ort sich engagieren. Von daher finde ich das einen richtigen Ansatz zu sagen, wir wollen eine offene Debatte mit vielen Akteuren und dadurch vielleicht auch andere Menschen zu erreichen, die sonst nicht kommen würden. Es zeigt eben das Interesse, das bei den Bürgern, bei den Unternehmen doch vorhanden ist, was ja immer in Frage gestellt wird. Es ist nur die Frage, wie spreche ich sie an, wie erreiche ich sie? Und das scheint ja bei dem Talk ganz gut gelungen zu sein. Der Moderator, Herr Pfeiffer, ist sehr in Ordnung. Der hat alle Diskutanten gut im Griff gehabt. Es gab eine ganze Menge zu lernen. Bemerkenswert, dass wir erstmal im Plenarsaal sitzen durften, also unten da auf den Plätzen auch, wo die Politiker sitzen. Das fand ich eigentlich so am eindrucksvollsten, auch mal da zu sitzen, wo die Politik gemacht wird. Die ganze Performance hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und vor allem, wie Jürgen Pfeiffer auch in der Lage ist, mit schwierigen Situationen umzugehen, welcher Art auch immer. Er macht das ja ganz locker. Ich fand die Debatte sehr vielfältig. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch das Format hat mir gut gefallen. Und für Schüler war es auch genau richtig, meiner Meinung nach. Herr Pfeiffer hat ein, finde ich, sehr sympathisches Vorgehen. Er bringt auch sehr gut die Sache auf den Punkt. Jürgen Pfeiffer hat eine Stärke. Erstens, er kennt seine Themen weitaus besser als viele andere. Zweitens, er nimmt sich dabei zurück. Ich finde es trotzdem bewundernswert und ich glaube, man kann nur froh sein, wenn es diese Form des Talks auch in Zukunft weitergibt. Pfeiffer fragt, der Politalk im Norden. Mehr verstehen, Meinung bilden.